Liebe Fußballfreunde, Punktetrennung im Jadestadion, SV Wilhelmshaven und SV Tosenbiene trennen sich 1:1. Bei mir, neben mir ist jetzt Sven Glöckner, ein lachendes, ein weinendes Auge. Ich würde mir eher sagen, ein verlorener Punkt, oder Sven? Ja, also ich glaube aufgrund des Spielverlaufs, wir waren von vornherein griffig, wir waren da, wir haben die Zweikämpfe angenommen, wir haben in der ersten Halbzeit überhaupt gar nicht zugelassen, gehen auch verdient in Führung, hätten tatsächlich auch vielleicht noch eins nachlegen können, einmal hält der Torwart überragend, einmal haben wir nicht so gute Staffelung bei der Ecke, den wir sonst reinnicken können und haben die dann nicht zugelassen. In der zweiten Halbzeit, klar, haben sie eine ganz gute Chance, den Torwart hält, aber auch da haben wir nicht so sehr viel zugelassen. Vorne Sascha, der den vielleicht noch reinmachen kann und ja, ist natürlich ein bisschen unglücklich, dass wir einen Elfmeter gegen uns kriegen oder ein Geschenk für Holthausen Biene, dass das dann ja dadurch leider nur zum Punkt reicht. Gut, kann man Holthausen keinen Vorwurf machen, den Elfmeter hätte jeder gerne angenommen, diesen Elfmeter. Was von hier oben aufgefallen ist, Mitte der zweiten Hälfte hat sich unsere Mannschaft ein bisschen hinten reindrängen lassen. Die Körner fehlten, glaube ich, auf keinen Fall. Die waren doch alle topfit, oder? Ja, also fit waren wir auf jeden Fall. Holthausen Biene steht ja auch nicht umsonst da oben. Die haben eine gute Qualität, die haben eine gute Mannschaft. Wir haben es am Anfang halt überragend gut gemacht. Und nachher haben sie schon so ein bisschen auch ihre Qualitäten, sie haben besser ausspielen können, aber ohne auch zwingend zu sein. Wir haben trotzdem, glaube ich, kompakt gestartet, wir haben sicher gestartet, wir haben im Grunde nichts zugelassen, aber haben dann auch zu wenig Entlastung gesorgt. Ne? Nochmal zu dem Elfmeter, den hat ja unser Keeper hervorragend gehalten. Für mein Gefühl hat sich unsere Mannschaft zu sehr darüber gefreut, übers Halten, war nicht wach genug, hätten vielleicht schneller da sein können, oder? Ja, ist beim Elfmeter immer ein bisschen schwierig. Ne? Also erstmal hält er ihn natürlich super. Gut, unsere Spieler beschweren sich, dass sie von Holthausen Biene ein bisschen zu schnell im Strafraum waren. Kann ich nicht beurteilen, will ich nicht beurteilen. Viel ärgerlicher ist einfach, dass er diesen Elfmeter, der absolut gar keiner war, einfach auch gibt. Ne? 1:1, nun hat ja die Regionalpresse vorher getitelt, Endspiel im Jadestadion, um dran zu bleiben, muss SV Wilhelmshaven heute gewinnen, sonst ist Holthausen wieder weg. Ich sag mal ganz markant, sollen sie doch im Grunde weg sein. Es war das Ziel der Saison, aufzusteigen. Wie ist die Lage? Wird jetzt Attacke geblasen? Wollen wir jetzt hoch? Wie ist da die Lage in der Stimmung der Mannschaft? Ja, also wir haben natürlich auch die Motivation gehabt und haben gesagt, wir wollen hier heute unbedingt gewinnen. Vor allem aber auch um die Hinspielniederlage wollten die Jungs ganz gerne sich revanchieren. Und ich glaube, wir haben das schon gut gemacht. Es war ja nie das Ziel, aufzusteigen, zumindest nicht vor der Saison. Und ich glaube jetzt, dass wir hier einen Punkt geholt haben, ist auch wichtig für die Moral, dass wir nicht verloren haben, dass das, was wir investiert haben, auch zumindest mit einem Punkt belohnt wurde. Und ich glaube, dann ist es okay. Deine persönliche Meinung, Sven, ist Biene weg? Uneinholbar für alle? Ja, uneinholbar ist ja immer so schwierig. Rechnerisch ist es möglich. Die haben natürlich schon eine Qualität, das muss man einfach sagen. Wobei man heute auch gesehen hat, dass wenn man ordentlich dagegen hält und wenn wir vielleicht ein bisschen effizienter gewesen wären, sie auch zu schlagen sind. Also deshalb glaube ich, weg sind sie noch nicht. Aber es wird halt schon schwer, da nochmal ranzukommen. Wir haben hier heute meines Erachtens nach wirklich tollen Landesliga-Fußball gesehen. Das war ein spannendes Spiel, ein klasse Spiel. Wurde wieder leider nicht so richtig angenommen von den Zuschauern. Also mehr geht ja momentan nicht in der Region an Spitzenfußball, oder? Nee, genau. Also wir haben tatsächlich vor dem Spiel auch so ein bisschen auf mehr Zuschauer gehofft. Hatten wir auch eigentlich gedacht, dass es mehr sind. Aber die hier waren, haben eine gute Stimmung gemacht. Die da hier waren, haben uns super unterstützt. Und ich glaube auch, also bei den Platzverhältnissen, die auch heute wieder herrschten, war das schon wirklich ein ordentliches Spiel. Sven Glöckner, vielen Dank für den Moment. Ich glaube, so sehr aufbauen müsste die Mannschaft gar nicht, denn haben wir nichts falsch gemacht eigentlich, ne? Ja, was heißt nicht falsch gemacht? Klar, natürlich gibt es immer was besser zu machen, aber prinzipiell, wir haben nicht verloren, wir haben das gemacht, was wir machen wollten und ein bisschen Spielglück gefehlt. Deshalb sind wir positiv für die Zukunft. Das war's für den Moment von hier oben. Sven Glöckner, vielen Dank nochmal. 1:1 unentschieden, SV Wilhelmshaven, SV Holthausen Biene, ein Punkt, okay im Jadestadion. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich bin Volker Glasen. Tschüss.